eine Einreisegenehmigung, wenn man dann irgendwann was Amerika ankommt. Die sind ja immer so streng. Okay, hier ist auch noch eine Hürde. Also das Graben, das geht jetzt fluchtig. Das gefällt mir sehr gut. Das fluppt. Boah, und hier Spinnenseide en masse. Aber wie, unser Inventar ist schon wieder voll? Okay, dann lassen wir mal die eben hier. Das ist jetzt erstmal wichtiger, dass wir die Rolle mitnehmen. Okay, das sieht dann mal größer von Höhle aus. Okay. Das hier ist auch. So, wir werden nämlich demnächst auch ein Let's Play Together machen. Dann bin ich halt froh, dass ich das mit Krebs jetzt endlich mal hingekriegt habe. Oh, die müssen wir aber auch auf jeden Fall irgendwie mitnehmen können. Die lasse ich dann nicht hier. Saphir. Ach komm, Kisten brauchen wir nicht unbedingt. Hauptsache wir haben die Saphire mit. Das ist viel wichtiger. Und Gold, da können wir uns noch Goldrüstung hoffentlich irgendwann bald draus machen. Das wäre nämlich mal die nächste vernünftige Rüstung. Für alles andere müssen wir dann nämlich die Bosse besiegen. Eben das Auge noch ein paar Mal, damit wir die Munit herkriegen. Da vielleicht mal eine Monit-Rüstung und eine Pickaxe auf jeden Fall. Wenn wir da die Pickaxe haben, dann können wir es wahrscheinlich auch mal in das Korruptionsgebiet machen. Vielleicht kriegen wir damit ja auch das Korruptionsgestein ab. Also ich meine, wenn man damit Obsidian schon abkriegt, dann müsste das eigentlich auch gehen. So, der Haken, der ist mega genial. Und er versteht langsam, warum ich den unbedingt brauche. Oh, da oben gibt es noch. Oh, und Silber, wunderbar. Jetzt ist aber auf jeden Fall Nacht oben bei uns. Da bin ich jetzt fast versucht hochzugehen, um Augen zu. Und das werden wir auch tun. Wir brauchen nämlich Augen für Dämonit. Und das war ein Pilz. So, jetzt probiere ich das Ding hier einfach nochmal aus. Ja. Okay, dann haftet das irgendwo dran. So. Nein. Also wenn ich Mana. Okay. Das lohnt sich wahrscheinlich auch wirklich erst, wenn man genügend Mana hat, nimmst du den Stein auf. Ach, ich habe ja einen Sand brauchen wir nicht so. Ich muss mal hier entrümpeln. Da haben wir Stein, braucht kein Mensch. Haben wir hier noch was? Dirt, braucht kein Mensch. Mudblock braucht erst recht keiner. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Stoff drin. Auch schon wieder viel zu viel von. Da haben wir besondere Sachen drin. Oh, guck mal, 7 Sterne, 8 Sterne. Da kommt ja bald schon der nächste. Hier, Erz. Okay, die hatten wir noch nicht. 33, zack. Boah, davon haben wir jetzt jede Menge. Iron Ore noch. Silver Ore, Bomben. Okay, man kann nur 20 Bomben stacken. Pilze, Feinde, Heiltrank lasse ich die Balken mal da. Okay, aber wir nehmen uns das Gold mit. Das Kupfer mit. Und dann machen wir da noch die Barren draus. Da muss ich noch ganz kurz unterbrechen, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich brauche nämlich mein Speed-Auto-Clicker, damit geht das einfacher.
Yeah, Goldrüstung. 5 Defense. Die hat man gerade mal 3. Silberrüstung würde ich jetzt eigentlich aber auch mal gerne wissen. Okay, die können wir uns aber nicht craften. Iron Bar, Silver Bar. Zack, zack, Silver Ore. Okay, wir können es aber eine Goldrüstung machen. 4 Defense, 5 Defense. Klare Sache. Die Hose natürlich leider noch nicht. Dazu kommen wir später. Aber wir haben schon mal eine Rüstung und verkaufen jetzt natürlich unsere alte. So. Ja, unsere alte verkaufen, nicht die neue. Hier die Battle kannst du auch gerne haben. Und wir haben wieder was fürs Schweinchen. Ja. Na. So, aus 100 können wir doch ein Gold machen, genau. Wunderbar, das ist das Schöne, dass sich das Geld immer wieder direkt wechseln lässt. Und ab nach unten. Juhu, wir haben eine Goldrüstung. Jetzt fehlt noch die Goldhose, der Goldhelm. Ach so, nee, Quatsch, ich wollte ja Augen jagen. Warum sagt er mir das denn nicht? So, dann müssen wir nämlich jetzt hier rüber. Ja, aber jetzt wird es natürlich direkt wieder Tag. Okay, dann gehen wir doch runter. Wir müssen weiter nach links. Also das Spiel, das läuft bei mir jetzt astrein. Im Turbo-Modus. Ich hoffe, der nimmt das auch so auf. Hier mal die Wooden Planks rein und crafte mir erstmal noch ein paar davon. Sticky Bombs ist auch nie verkehrt. Okay. Okay, wie sah es hier unten aus? Haben wir alles geholt, so wie es aussieht. So. Sieht es hier aus? Da ist doch alles immer wahrscheinlich eben drauf gegangen, genau. So, hier reicht also auch schon. Hier steht keine Fackel. Okay, hier ist nichts. Trotzdem Fackel. Ich möchte das gerne gut beleuchtet haben. Na? Na? Hier ist noch Eisen, das ist sehr schön. Seht ihr, es geht jetzt richtig fix. Oh Gold, sehr hervorragend. Gold ist immer schön. Fackel. Was gibt's da oben? Oh, da ist noch so eine komische Höhle. Pilzhöhle, eine Blühpilzhöhle. Okay, Kupfer ist auch noch da. Und die können wir auch direkt mitfällen.
stößt er mich vom Hacken weg. Mann. Ein bisschen Licht. Man sieht ja, das erhält direkt den ganzen Raum. So, das Kupfer nehmen wir uns hier natürlich auch mit und das Silber da unten auch. Gar nicht auf Waffe wechseln, wie die jetzt hier angerannt kommen. Also es hat natürlich auch seine Nachteile, wenn das Spiel so schnell läuft.